die Kotzerei anfängt. Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Immer noch in Novigrad unterwegs. Und ja, wir sollen den Schauplatz des Verbrechens untersuchen. Mal wieder ein paar Leichen. Der Doktor sagt nicht unbedingt, dass das Monster sind. Schauen wir mal, ob das nicht Monster sind oder ob es Monster sind. Ich bin ja gespannt. Wir gucken uns das auf jeden Fall vernünftig an. So. Komm. So, haben wir das für ganz schönes Stück. Was ist denn hier los? Mama steht da. Und eine Hure mal wieder. So. Die Leichen wurden hier gefunden. Ich muss nach Hinweisen suchen, nach etwas Ungewöhnlichem. Also so direkt sieht man jetzt nichts. Aha. Hufspuren. Hufspuren, eindeutig. Ein Pferd? Ich kenne kein Pferd, das auf zwei Beinen geht. Nee. Eigentlich nicht. Hallo? Hey, Jack, du bist der Älteste. Also sag uns, was machen Uhren eigentlich genau? So. Ah, scheiße. Wo ist der denn hin? Komm näher, nicht so zurückhaltend. Du wirst sehen, dass ich alles habe, was du jemals brauchen kannst. Die Hinweise führen alle zur Krüppelkati. Krüppelkati? Was ist denn das? Ein Bordell. Okay. Ist aber abgeschlossen. Und nun? Jetzt sollen wir mit dem Eigentümer des Bordells sprechen. Okay. Dann tun wir das mal. Schauen wir mal. Okay. Ein Freudenhaus. Wie wär's mit einem Dreierschätzchen? Soll ich noch ein Mädel dazu holen? Das wird sie wohl sein. Grüß dich. Oh, die Welt geht unter. Ein Hexer hat mein Bordell betreten. Was ist daran seltsam? Du bist seltsam. Jeder weiß, dass Hexer widernatürliche Mutanten sind. Und dies ist ein anständiger Puff. Hier haben die Nutten Prinzipien. Also spuck's aus. Bist du in der Hose sortiert wie ein normaler Mann? Als ich zuletzt nachgesehen habe, war alles da, wo es hingehört. Oh Mann. Was hat ihn zu verkaufen? Hast du was zu verkaufen? Okay. Bisschen was zu saufen. Naja. Ich möchte etwas Zeit mit einer deiner Frauen verbringen. Ja, aber du nimmst die, die ich dir gebe. Wenn du dir selber eine aussuchen willst, kostet das extra. Okay. Wie wär's denn mit der? Oder? Alle dunkelhaarig hier, Das gerade so sehe. Jetzt keine mit. Ach, da ist doch direkt eine. Direkt dran vorbei. Nehmen wir die mal. Behalt deine Pfoten bei dir. Gut. Okay, dann halt nicht. Sprechen wir halt nochmal lieber mit ihr. Wieso steht sie jetzt auf einmal da? Na, regt sich etwas Lust in deinem Mutantenherzen? Das... Hast du von den Morden gehört? Den Wachen? Hier sterben viele. Vor Vergnügen. Okay. Na, da werden wir wohl damit was reißen. Erzähl mir die Wahrheit. Der Succubus. Er zieht Kunden an. Unsere Einnahmen sind gestiegen. Ich weiß, dass er eine Bedrohung ist, aber ich wusste nicht, dass er tötet. Ein Succubus. Wo finde ich ihn? Ich habe ihn in einem Haus in der Nähe untergebracht. Hier ist der Schlüssel. Ja, wunderbar. So einfach kann's gehen. Okay. In der Nähe, sagt er. Oder sie vielmehr. In der Nähe. Woher weiß Geralt das jetzt? Naja. Noch ein schönes Stück. Vor allen Dingen, wenn er da hinten ist, wie soll er das dann anziehen?
Okay. Da ist der Succubus drin. Dann wollen wir mal gucken. Wo haben wir denn Succubus? Hybrid wohl eher nicht. Ich würde sagen, verflucht. Gute Frage, was ist denn ein Succubus? Ein Relikt eigentlich, wenn er... Anscheinend nicht. Ruine definitiv nicht. Nekrophag auch nicht. Gucken tun wir trotzdem. Konstrukt. Nö. Gute Frage. Bin ich ja mal gespannt, wo der sich einsortieren wird. Ich hoffe, dass wir den ohne Probleme so hinbekommen. Ha. Nun gut, schauen wir einfach mal. Einmal nochmal den Speichermann machen. Ja, aber wir haben noch einen Schlüssel. Was soll denn der Quatsch? Ist das da so gewusst? Ich fühle mich heute schlecht. Ja? Ja, wird das wohl sein. Aber. Einen schönen Tag. Wieso ist das denn verschlossen? Noch gerade einen Schlüssel bekommen. Genau. Jetzt bin ich gerade irritiert. Das ist doch das Haus. Vielleicht irgendwie von der anderen Seite rein. Gucken wir mal. Ah. Hier wird's wohl sein. Salma. Wer bist du? Schon mal was von Hexern gehört? Bist du hier, um mich zu töten? Tja. Erstmal reden wir. Ich weiß nicht. Ich möchte erst mit dir reden. Warum hast du die Wache getötet? Ich war unvorsichtig, hab mich überraschen lassen. Sie wollten mich töten, ich musste mich wehren. Das ist alles? Keine herzzerreißende Geschichte über den Hass der Menschen auf alles, was anders ist? Ich bin keine Lügnerin. Auch töte ich nicht ohne Grund. Tja. Mal kurz überlegen. Also an und für sich kann ich ihr eigentlich nicht vertrauen. Das ist ein Succubus. Wir sind ja dafür da, um die Leute zu verwirren und so. Du musst verstehen, ich kann nicht zulassen, dass es nochmal passiert. Ja. Ich habe in deinen Augen sofort gesehen, dass du mich töten willst. Oh, zaubert ja. Wow. Kennst du? Alter! Alter! What the fuck? Nicht dein Ernst. Wow. Okay. Die geht ja ab. Die geht ja richtig ab. What the fuck? Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ein bisschen irritiert. Aber ja, Also, das, ja, Alter. Da macht ihr einfach nur puff, 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 puff. Nichts anderes. Dunlock Nun plus Ultra. Tja, hätte ich rechtzeitig reagiert, hätte man mit Schild reagieren können, also mit Gwen. Aber so. So war das ja gerade einfach nur, ich mach dich kaputt. Und das hat sie auch getan. Okay, jetzt nochmal richtig hier. Diesmal werden wir sie kaputt machen. Vor allem, ich hätte ja auch noch den Absud nehmen können und so weiter und so fort, aber nö. Wer bist du? So, schon mal was von weg. Bist du hier? Bleiben wir im selben. Ich war... So. Ich bin kein. Tja. Du musst halt. Ja. So, los geht's. Na. So. Wollen wir mal gucken, dass wir sie so viel wie möglich gar nicht erst zu irgendwas kommen lassen. Alter. Ah, okay. Puh. Heieiei.
verrücktes Vieh. Succubus-Trophäe. Nice. Da brennt ihre Hand noch glatt. Uiuiuiuiui, das hat aber echt ganz schön Bums gemacht. Die Alte, ne? Nix zum Looten. Gar nix. Echt? Schade. Ah, das kann auch nicht gut gewesen sein, dass die hier war. Definitiv nicht. So, dann holen wir uns mal die Belohnung. Ganzes Stück. Ob wir nochmal bei der Besitzerin des Ladens vorbeischauen sollten? Ja, jetzt ist eh zu spät. Egal, vielleicht kommen wir da ja nochmal hin. Hm? Die Wachen wurden von einem Succubus getötet. Succubus? In Novigrad? Wie denn? Das Licht des ewigen Feuers beschützt die Stadt. Dann war es in letzter Zeit wohl einige Male aus. Jedenfalls ist der Succubus tot. Hier ist der Beweis. Und hier ist deine Belohnung. Wie versprochen. Leb wohl. Dankeschön. So. Ja, schick. Das haben wir dann hinter uns. Jetzt können wir mal eben nochmal die Korte anschauen. Und stellen fest, dass wir hier zumindest die Anschlagbretter abgegrast haben. Da im Süden wäre nochmal eins. Gut, dann würde ich jetzt sagen, werden wir jetzt einfach mal da nochmal hinreisen. Einfach mal Novigrad verlassen. Ich weiß, eigentlich müsste man nach Skellige, aber... Im Moment drängt uns nicht allzu viel. So, komm. Einmal hier raus aus der Stadt. Huch. Was ist jetzt los? Ach, huch. Nichts Böses übersteht das heilige Feuer. Das heilige Feuer brennt, erleuchtet und leuchtet. Heiliges Feuer, verbrenne, erleuchte, leuchte. Seht die Flamme der Gunst und der Gnade. Spezialschalterhaufen für dich, Monster. Er brennt schön langsam. Du wirst in allen dir bekannten Stimmen um Gnade winseln. Wie die anderen deiner Spezies auch. Ich bin unschuldig. Wollte doch nur... So leben wie ihr. Helft mir, ihr guten Leute, bitte. Götter, seht, ein Doppler. Hoffentlich hat Dudu nicht das gleiche Schicksal ereilt. Dudu? Sagt mir jetzt nichts. Anscheinend kennt Geralt einen Doppler persönlich. Oder war das der, den wir schon freigelassen haben? Naja, oder ist ein Kräuterkundler? Da sollten wir nochmal vorbeischauen. Ja, eventuell. Dann zeig mal. Was hast du denn da? Was hat er denn hier so? Neckarkrieger-Absud. Das ist ja interessant. Er hat hier auf jeden Fall noch Sachen, die wir noch nicht haben. So wahnsinnig viel kosten die nicht. Nehmen wir mal alle drei mit. Scheiß drauf. Und dann... Könnten wir auch nochmal überlegen,
eventuell hier nochmal irgendwas zu verticken. Auf der anderen Seite. Scheiß auf die 400. Was hat denn da sonst hier noch, was er nimmt? Ah, die ganze Nahrung kann er mal nehmen. Da freut er sich. Kann er sich den Wanst vollschlagen. Weg, weg, weg. Weg, weg. 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 Ganzen Scheiß mal hier weg. So. Besser. Alles klar. Nö. Wir behalten die Trophäen. Dankeschön. Bis dann. So, dann können wir gleich nochmal gucken. Bla bla bla. Wenn ich eventuell hier irgendwie noch irgendwas fertig machen können. Nee. Na gut. Was fehlt uns denn hier so? Okay. War es vielleicht nicht so schlau, da immer gleich direkt umzuwandeln. Ekima. Ja. Toll. Den hätten wir machen können, hätten wir. Naja. Blöde Loot-Ding. Naja. Da war ja ein Gegenstand, der uns nicht gegeben wurde, beziehungsweise dank Laden wieder verschwunden ist. Ja, das ist natürlich unschön. Aber lässt sich ja jetzt auch nicht ändern. Gut, wir sollten jetzt erstmal gucken, dass wir hier rauskommen. Damit wir hier vernünftig uns bewegen können. Und wenn wir hier jetzt lang gehen, weiten, sind wir ganz gut bedient. Immer noch nicht. Jetzt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wir werden uns hier nicht schneller reiten lassen. Das ist eine Schweinerei. Jetzt. Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. So, einmal raus hier. Dann ab Richtung Norden. Dann können wir ja eigentlich mal schauen, ob uns noch irgendwas auf dem Weg dahin. Ja, guck. Da ist doch sogar direkt was. Irgendwas noch begegnet, wollte ich sagen. Da wären wir so oder so wahrscheinlich direkt drauf gestoßen. Was haben wir denn da? Einen bewachten Schatz. Und ein Monster, was schon auf uns aufmerksam geworden ist. Halt! Und wieder abgelassen hat. Ja, direkt nochmal speichern. Was ist denn das? Wasservibe? Nee, es ist zu dünn. Was ist das? Was bist du? Doch, ein Wasservibe. Gar nicht mehr so hoch vom Level. Oh, macht fast gar keinen Schaden mehr. Einfach mal abgeschlachtet. Eine Puppe. So, so. Noch irgendwas? Nur der Schatz. Na gut. Das war's schon? Nee, kann ich schon sagen. Das wirkte gerade ein bisschen wenig. Aha. So. Dann weiter Richtung Norden. Plätze. Komm mal ran. Ja. Verarscht mich das Pferd auch noch. Gut, weiter gucken. Sonst ist da nichts mehr, oder wie? Doch, da. Kleine Insel. Mal schauen, was da ist. Oh, ein paar Wölfe. Interessieren uns aber nicht. Ein Bär, der interessiert uns aber schon. Auch wenn es ein Braunbär ist. Ich hoffe, das macht keinen Unterschied. Level 12 Bär, der ist ganz schön groß. Der ist größer als die anderen, die wir bis jetzt hatten. Haha, brenn du Bär. Brenn, brenn. Au. Naja, ich hab's verstanden. Au. Eieieiei.
Du Schlawiner. Du kleiner Schlawiner. So. Hopp. Guck mal, ich hab da was für dich. Oh, hat er uns trotzdem noch erwischt. Da bist du hässlich. Hm. Sollten wir vielleicht nochmal Schild machen? Oh. Ach, Glück gehabt. Ohne Schild. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall in die Hose gegangen. Zack. Autsch. Bin aber auch blöd gerade. Statt den hier zu machen. Naja, weg ist er. Blöder Bär, blöder. Ja. Was anderes brauchte ich vom Bär. Da fand ich das, was wir jetzt bekommen haben. Bin ich der Meinung. Hm. Irgendwas war da. Naja. Hat nicht geklappt. Hätte ja sein können. Geht. Da drüben müssen wir hin. Was bewacht diesmal den Schatz? Wieder ein Wasserweib. Eine Sumpfschrulle. Oha, eine Level 15er. Da ist sie. Ja, ja. Werf du nur. Wir können auch böse Sachen machen. Okay, das war jetzt... Dass das wieder getroffen hat, war klar. So, Axi. Aha. Du machst gar nichts hier. Ach. Nichts gesehen, aber gut geraten. So, Miststück. Au. Sogar noch getroffen. Das war knapp. Okay. Und nochmal. Hopp. Das ging nicht mal hier vom Wasser weggestückt. Was das? Zack. Na, da kommt sie. Na. Miststück. Du kleines Miststück. So, schnell auf Axi wechseln. Ach, einfach mal nutzen mit dem Schild. Hä? Nicht getroffen. Okay. Dann haben wir eine Schwalbe. Kann er auch nicht schaden. Au. Ja, kann überhaupt nicht schaden. Na, wo ist sie? Da. Da hat sie sich jetzt aber reingeschlichen oder es zumindest versucht. Was dann, dass sie hier auf dem festen Land nicht spawnen kann? Also mit ihrer komischen Aktion. Finde ich gut. Na komm. Du Stück. Und nochmal. Zack. Ah, von wegen. Von wegen. Ah, da haben wir sie. Na hüpf. Ja, hoch, oder? Was war denn das? Macht die noch einen glatten Hüpfer? So, wo ist denn der Schatz? Da ist eine Blume, da ist eine Kiste. Das wird dann wohl die Kiste sein, hm? So. Was haben wir denn da? Oha. Oh, eine Waffe und ein verbesserter Rennsattel sogar. Okay. Wie auch immer. Hm. Da war ja so oder so noch was. Minus 9. Okay. Das ist jetzt nicht so schlecht. Das kann weg. Das auch. Das auch. 45. Was bringt denn der jetzt? 40. Oh. Den haben wir noch nicht. Zack. So kann man auch einen verbesserten Rennsattel bekommen. Haben wir noch irgendwelche Bolzen? Negativ. Hm. Sonst nur Schnickschnack wieder bekommen. Alles klar. Gut, dann komm mal her. Pferdsche. Und wir wollen da nochmal das blöde Anschlagbrett erreichen. Das war ja der Hauptgedanke. Oh, schon quasi fast da.
Ist er nicht mehr weit. So. Anschlagbrett. Ihr riskiert euer Leben und das eurer Familien. Was ist hier los? Leute, Buchweizen und Hirse sollen wir anbauen. Warte, würde sich lohnen, haben sie gesagt. Siehst du einen Hexer hier rein? Hexer? Was habt ihr für Probleme? Ach, gar keine. Zieh nur weiter, guter Mann. Ruhe, Gotthard. Er kann uns womöglich helfen. Die Bande von Kleinrot will das Dorf angreifen. Will sich an Bertrand rächen. Wir haben nicht viel. Aber wenn du uns verteidigst, bezahlen wir dich. Okay, wer ist da? Wie, wo, wann? Sie treibt's angeblich mit Wölfen und kann einen Mann mit bloßen Händen zerreißen. Eine Bestie in Menschengestalt. Wobei manche sagen, sie sei sehr schön. Sie führt eine Bande von Deserteuren an. Richtige Halunken aus verschiedenen Armeen. Geübte Mörder und Plünderer. Und warum will die Bande sich ausgerechnet an dir rächen? Weil ich sie an die Hexenjäger verpfiffen habe. Die Hexenjäger interessieren sich für Banditen? Seit wann? Die Bande von Kleinrot hat unser Dorf terrorisiert. Niemand hat uns verteidigt. Schließlich ist Bertrand zu den Jägern gegangen und hat sie um Hilfe gebeten. Die Jäger sind ihnen nach. Wir hatten einen kurzen Frieden, aber dann hat Kleinrot Wind davon gekriegt. Sie will Bertrand tot sehen. Er ist erledigt, wenn du nicht hilfst. Gut, und denn? Ich kümmere mich um die Banditen. Geht heim und verbarrikadiert euch. Sieh dich vor, Hexer. Die sind wirklich gefährlich. Na. Das bezweifle ich ja schon mal stark. Wir dürfen nicht speichern. Jetzt dürfen wir speichern. Okay. Das heißt... Müssen wir nochmal eben kurz gucken hier. Wieso hat er jetzt nicht umgeschaltet? Was ist die Quest denn jetzt? Kleinrot. Warte bis abends Kleinrots Bande angreift. Genau. Da wollen wir quasi machen und so, aber 18 Uhr, das wird wohl noch einen Moment dauern. So, Vorsicht Mutterkorn. Matti braucht eine Frau. Nicht aus dem Brunnen trinken. Vorbereitung zu Belletin. Schwur des Promir und Auftrag das Bienenphantom. Okay. Aber wir wollen uns ja hier um die Stadt kümmern. Also warten wir dann wohl erstmal bis abends. Aber das werden wir nicht mehr in dieser Folge machen. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und bis zum nächsten Mal.